Ja, hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil von meinem kleinen griechischen Weintest. Ich habe heute wirklich mal was ganz, ganz Besonderes, nämlich einen griechischen Sekt. Das hat man jetzt wirklich sehr, sehr selten. Dieser hier ist außerdem noch ziemlich hochwertig, ist ausgebaut nach der klassischen Champagner-Methode. Champagner-Methode bedeutet, dass der Wein, nachdem er normal vergoren ist, also der Weißwein, dann in die Flaschen kommt und in der Flasche nochmal Zucker und Hefe dazukommt und der Wein quasi nochmal gärt. Aber nicht, damit er noch mehr Alkohol kriegt. Das kriegt er zwar ungefähr 1% mehr, aber der Hauptzweck sind die Böppelchen, also die Bläschen, weil wir wissen ja, in der alkoholischen Gärung, chemische Formel ist, durch aus Wasser und Zucker entsteht Kohlendioxid und Alkohol. Und hier kommt es nicht auf den Alkohol an, sondern aufs Kohlendioxid, das dadurch entsteht. Man sagt, Champagner hat besonders feine Perlen, dadurch, dass er so produziert wird. Wir wollen mal schauen, ob das hier auch der Fall ist. Zum Champagner übrigens gibt es ja das alte Märchen, dass der Champagner eigentlich nur entstanden ist, weil man schlechten Weißwein hatte, der so kaum trinkbar war. Und dann hat man halt gesagt, okay, dann nochmal ab in die Flasche damit. Nochmal Hefe drauf und Zucker und dann schauen wir mal, ob noch was draus wird. Das ist vielleicht nur ein Scherz, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es stimmt ganz bestimmt heute nicht mehr. Heute ist der Champagner natürlich ein absolut hochwertiges Getränk. Dieses hier ist auch ein absolut hochwertiges Getränk. Man sollte vielleicht noch erwähnen, beim Champagner gibt es drei zugelassene Rebsorten. Das ist Pinot Noir, dann Schwarzriesling. Und Chardonnay haben wir hier alles drei nicht. Wir haben hier eine Rebe, ich muss kurz gucken, die heißt Debina. Gibt es nur in Griechenland und ein bisschen noch in Albanien. Aus dieser Rebe ist der Grundwein gemacht, der dann hier zum Sekt wird. Oder Schaumwein ist, glaube ich, die korrekte steuerliche Bezeichnung heutzutage. Also den werden wir jetzt mal probieren. Ich habe mir überlegt, wir machen zweierlei. Wir machen einmal eine normale Probe. Und das zweite steht schon hier. Ich finde nämlich, eine der genialsten Kombinationen mit Champagner sind Austern. Ich habe mir hier frische irische Austern besorgt, sehr gute Qualität auch. Bisschen Zitrone, mehr braucht man nicht dazu. Und das werden wir dann noch in der Kombi probieren. So, aber erstmal die Flasche aufmachen. Schöne Flasche, schwere Flasche. Dickes Glas muss auch sein, weil in der Gärung sind in so einer Champagnerflasche jedenfalls, ich denke, hier ist es nicht anders, ungefähr 5 Atmosphären Überdruck. Das ist eine ganze Menge. Das ist ungefähr das Dreifache von dem, was in so einem Dampfkochtopf in der Küche abgeht. Also da ist ordentlich Wups in der Hütte. Und jetzt schauen wir mal. Also Champagner aufmachen heißt ja immer, diesen Drahtkäfig hier vorsichtig, vorsichtig abzumachen. Und das Ding muss kalt sein, sollte nicht vorher geschüttelt worden sein. Kopf bitte aus dem Weg tun, weil er kann rausschießen und dann ist es okay, wenn er an die Decke kracht, aber nicht okay, wenn er ans Kinn kracht. Und jetzt vorsichtig, vorsichtig drehen. Bisschen festhalten dabei. Zack. Sehr schöner Plopp. Und wir gucken mal. Also müssen ein bisschen mehr reinmachen, damit man die Perlen auch ordentlich sieht. Sorry, es muss leider sein. Also ich sehe auch hier sehr schöne feine Perlen. Also sind auch etwas dickere dabei, aber gut. So, der tränt ein bisschen. Von der Farbe her sieht er anders aus als ein Champagner, eher weißlich als gelblich. Was ich rieche, ist nicht das, was im Waschzettel steht. Im Waschzettel stand was von Zitrusblüten, Äpfeln und Birnen. Also die Birnen vielleicht noch, aber ich rieche eher Nuss, eher Wald, eher Herbst. Aber gut, also durchaus angenehm, schön. 12,8% Alkohol ist okay.
Also der ist zwar Brüt, also trocken, Jahrgang 2012 übrigens, was auch interessant ist, weil im, sagen wir mal, Prosecco-Bereich oder auch bei den spanischen Cavas, da wäre das jetzt eher alt. Beim Champagner natürlich nicht, da gibt es Jahrgänge, da gibt es weißen Champagner, den kann man trinken, wenn er 10 Jahre alt ist, schmeckt er richtig gut. Das ist anders, also das ist anders, interessant. Hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Ja, da kommt der Apfel. Da kommt der Apfel. Zitrusblüte nicht so. Es ist nicht ganz trocken. Also ich kenne Brüts, die deutlich, deutlich trockener sind. Man müsste jetzt mal recherchieren, wie viel Restzucker da drin ist. Aber das hat was. Es hat was. Also diese Kombi aus einem Hauch von Klassik. Auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Also wir haben ja jetzt ja doch Ende 2016. Also das heißt, der Wein ist, oder der Schaumwein ist 4 Jahre alt. Da verändert sich ein Weißer schon. Vor allem, wenn er so lange auf der Flasche war, was beim Champagner jetzt der Fall wäre, der würde auf der Flasche liegen so lange und auch auf der Hefe unter Umständen so lange liegen. Also Hefe bedeutet bei der zweiten Gärung in der Flasche, wenn die Gärung vorbei ist, dann fällt die Hefe aus. Dann passieren lustige chemische Sachen, die jetzt zu weit führen würden, aber das Endergebnis davon ist, dass eben im Endeffekt die Hefe, die in der Flasche ist, mit dem Getränk, das in der Flasche ist, reagiert, sich das Getränk geschmacklich verändert dadurch und noch interessanter wird. Das müsste hier eigentlich auch der Fall sein, wenn da drauf steht Champagner-Methode oder traditionelle Methode. Und so schmeckt es auch, also sehr interessant. Ich bin jetzt mal gespannt, was passiert, wenn wir hier unsere Meeresfrüchte mit dazu nehmen. Achtung! Nummer 1. Es geht gut. Ja, das geht gut. Das geht gut. Ich kann es jetzt noch nicht unbedingt erklären, aber das bisschen Zucker da drin tut der Kombination echt gut. Ich habe jetzt ja noch eine, Gott sei Dank. Das Leben ist manchmal so schön. So, ein bisschen Zitrone und los geht's. Tolle Austern. Eine wunderbare Sache. Oh ja. Ganz toll. Ich freue mich. Den merke ich mir. Dieses Getränk steht auf meiner Wunschliste ab sofort.